Gleich geht's los, das große Weltmillionär-Zocker-Special. 2 Millionen Euro, die darauf warten, von einem unserer Klugscheißer heute Abend geholt zu werden. Die Joker aufsparen, gut überlegen, die richtigen Entscheidungen treffen und mit viel Mut und Risiko zu 2 Millionen Euro kommen. Diese und viele weitere Entscheidungen sehen Sie jetzt beim Live-Let's Play von Wer wird Millionär? Herzlich willkommen zum großen Zockerspezial von Wer wird Millionär? Heute Abend haben die Kandidaten die Chance auf einen Gewinn von 2 Millionen Euro. Vorher aber begrüßen wir alle ihren Moderator, den Mann für Millionen. Hier ist Mostfunded 38. Und damit willkommen zum großartigen Livestream. Wir sind ja heute wieder großzügig versammelt. Paulinho ist ja dabei. Und Malte. Ja, wir sind momentan gerade nur zu zweit. Es ist ein bisschen blöd für die Aufnahme, weil eigentlich ich mit ein bisschen mehr gerechnet habe. Aber gut, schon mal gut, dass ihr zwei da seid. Wer von euch beiden hat denn Lust, als erstes anzufangen? Ich gebe Paulinho den Vortritt. Sehr freundlich von der Dame, was? Nee. Gut, dann machen wir das Ganze so. Das hier läuft alles wunderbar. Wir haben hier schon ausgewählt, alles drum und dran. Macht einfach an und los geht's einfach mal. User in your channel timed out. Was? Ja toll, es ist ja rausgeflogen. Das ist natürlich gerade ganz super. Ich glaube, da müssen wir echt umplanen. Jetzt ist er nämlich aus dem TS rausgeflogen. Woran das liegt? User entered your channel. Okay, da bist du wieder. Gut so. Am besten. Kann mich hören? Ja. Warum bist du gerade rausgeflogen? Was ist denn da los? Weiß nicht, Internetverbindung wahrscheinlich. Gut, dann versuchen wir das ganz schnell durchzuziehen irgendwie. Also, ich habe die Regeln ja schon vor 2 Tagen in dem Video erklärt, ich mache jetzt trotzdem nochmal, falls gerade irgendwelche noch zuschauen. Jetzt sind ganz normal die 15 Fragen und die Regel ist, du spielst mit 4 Jokern, das heißt 32.000 der Frage 10, das bin ich sicher. Und beim Poker-Special ist es so, die ersten 9 Fragen bis 16.000 solltest du am besten keinen Joker nehmen. Solltest du bis dahin einen brauchen, hast du keinen mehr übrig. Hast du aber alle 4 noch und benutzt erst bei Frage 10, jetzt hier mit 32.000, also wenn du jetzt 16 geschafft hast und 32.000 dran bist, nutzt du einen, hast du alle anderen noch normal verfügbar. Also man soll probieren, so weit zu kommen ohne Joker, wie es geht, und sie sich aufwarten. Und halt eben die Gewinne, 10.000 sicher Zufall, 32.000 unsicher oben, 2 Millionen statt Millionen. Ja. Okay. Kurz und knapp, und wir fangen einfach an, oder? Jo, alles klar. Ab geht's. Was kann sehr schmerzhafte Koliken auslösen? Wilhelm Tell, Wojtek, Gallenstein oder junger Gerda? Das ist der Gallenstein. Richtig. Welcher Hinweis ist für die Erstellung eines Phantombildes nicht hilfreich? Hamsterbacken, Adlernase, Hasenscharte oder Spatzenhirn? Spatzenhirn. Richtig. Der 5. Teil der Star Wars Saga trägt den Titel Das Imperium. Fängt Streit an, kriegt eins auf die Mütze, ist stinksauer oder schlägt zurück. Weg zurück. Auch richtig. Leben 2 Häftlinge gemeinsam in einem Zimmer, ist das sozusagen ein Fall von Empfängnis, Zellteilung, Eisprung oder Befruchtung? Schön. Das ist Zellteilung. Auch richtig.
Fanstufe. Womit ist meist eine Person gemeint? Mit Bananen-Mai, mit Erdbeer-Juni, Nektarinen-Juli oder Pflaumen-August? Boah. Gute Frage. Ist echt schwierig. Ich überlege gerade selbst. Boah, da habe ich eigentlich überhaupt gar keine Ahnung. Überleg mal, was klingt denn alles ein bisschen echt scheiße, sagen wir mal so. Bananenmai? Also ich könnte mir Pflaumen-August vielleicht vorstellen. Ja. Das klingt alles irgendwie ein bisschen komisch, auch wenn ich dir ein bisschen zustimmen müsste in dem Fall. Alles andere hört sich irgendwie komisch an. Ich nehme es einfach D. D, Pflaumen-August. Richtig! Sicher 2000 noch vier Fragen, wo du ohne Joker spielen solltest. Wovon ist häufig die Rede, wenn der berufliche Werdegang viele verschiedene Stationen aufweist? Von Patchwork-Biografie, von Klöppel-Karriere, von Batik-Lebenslauf oder von Häkel-Vita? Das müsste die Patchwork-Biografie sein. Nehmen? Ja. Richtig. Frage 7, 4000. Welches Lebensmittel hat einen relativ hohen Buttersäureanteil, sodass sein Geruch viel an Erbrochenes erinnert? Kartoffelchips, Parmesan, Margarine oder Kaugummi? Also Kartoffelchips würde ich ausschließen. Mhm. Kaugummi eigentlich auch. Also zwischen C und B sagst du schon mal quasi. Also in Margarine ist auf jeden Fall Butter drin. Also, ja, naja. Buttersäure ist ja, die haben ja jetzt letztens auch in Chemie gehabt. Die kommt ja erst relativ spät, wenn sie quasi ein bisschen verdorben ist oder etwa. Aber riecht die dann echt nach Erbrochenem? Ich hab die noch nicht dran gerochen irgendwie. Ja, dann zocke ich das jetzt. Nehme ich B. Ist ja was Zocker-Special, nicht umsonst. Ja, genau. B, Parmesan. Also Kartoffelchips und Kaugummi kann ich dir richtig zustimmen. Wie gesagt, Buttersäure kommt halt eben raus, wenn so Butter verdorben ist und Käse. Da gibt es auch Käse, die stinken sogar richtig schlimm. Aber in dem Fall hast du mit Parmesan sogar recht. So. Gut, 8000. 83512. Ritterburg am Rhein, Hüpfburg am Neckar, Sandburg am Main, Wasserburg am Inn.
Das ist aber eine schöne Frage. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass drei davon Quatsch sind. Also Hüpfburg bestimmt nicht. Dem würde ich sogar folgen. Wer würde schon eine Hüpfburg eine eigene Postleitzahl hätte? Da müssen die riesengroß sein. Ja. Sandburg kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ritterburg. Ich kann mal. Warum sollte nicht. Ich kann mal so viel sagen. Überleg. Jetzt abhängig von den vier Antworten. Aus welcher Region ist so eine Postleitzahl 83512? Ist Schmeier. Ja, das weiß ich eben auch nicht. Das ist das. Aber du schließt schon mal B und C, hast du gesagt, schließt sie ja aus. Ja. Du warst gerade genau. A unterbrochen, was sollst du da sagen? Ja, warum sollte so ein Landkreis oder eine Stadt Ritterburg heißen? Demzufolge bleibt was übrig bei dir. Wasserburg würde ich am ehesten glauben, deswegen nehme ich das. Du glaubst, wir sind nicht eine Religion hier bei Schneebs, oder? So, Schneebs? Bitte? Du glaubst es, wir sind nicht eine Religion hier, aber das ist Witz. Du glaubst, dass ich dir D einlogge. Soll ich das machen, oder? Ja, ich nehme D. Wasserburg am Ende. Also Sandburg und Hüpfburg ist echt Quatsch, haben wir beide gesagt gehabt. Ritterburg oder Wasserburg? 83512. Wasserburg am Ende. So, jetzt die letzte Frage, die noch ohne Joker bestehen solltest. Danach geht alles für dich besser. Wer soll schon bald seinen Kugelbauch zurückbekommen, nachdem Fans gegen seine Verschlankung protestiert hatten? War das Obelix, Homer Simpson, Pumuckl oder war das Rainer Kallmund? Ich denke die ganze Zeit, das ist eigentlich ganz simpel, aber wir sind ja schon ziemlich weit oben. Achso, gesehen, jetzt ist die Millionenfrage mit den Zauberwürfeln. Am Anfang waren die Fragen schwerer, am Ende die letzte Frage war die leichter von allen. Das ist echt, ich weiß nicht, wie die Fragen machen, ob die auf Drogen sind oder was auch immer. Die haben auf jeden Fall Spaß dabei. Aber Rainer Kallmund hat doch schon einen Kugelbauch, also. Warum sollte er den dann zurückbekommen? Das ist. Gute Frage, oder? Dann wird das wahrscheinlich was mit irgendeiner Comic-Serie oder so zu tun haben. Also, B ist auf jeden Fall weg. Was denn hier mit Obelix, Homer Simpson und Bumo für den dreien? Also von einem Protest habe ich nichts mitbekommen. Aber ich schätze mal, dass Obelix damit nichts zu tun hat. Hat da war glaube ich letztes Jahr irgendwie, weiß ich, Anfang des Jahres so in etwa gut um den Dreh rum, irgendwie war immer sowas gewesen, glaube ich. Da war 2014 Ende? Ich weiß nicht mehr genau, irgendwie so in dem Bereich. Ja. Könntest du mir am ehesten bei Pumuckl vorstellen? Ich meine, Homer Simpson, also. Wo sollte der auf einmal schlank werden? Gute Frage. Vielleicht wollte er mal abnehmen drin. Geht er in die Muggibude trainieren, weißt du? Nee. Ja. Ich nehm C. Du riskierst C? Ja. Der Pumuckl.
Also Rainer Kallmund ist echt ein Witz, als Antwort zu geben. Ist zum Glück auch falsch für dich. Homer Simpson, die Simpsons laufen aktuell noch und der Homer ist echt nicht gerade immer noch der dünnste. Genauso wie Obelix, du hast also recht! So, damit haben wir jetzt die neuen Fragen, wo du ohne Joker spielen sollst, hinter dir. Das heißt, jetzt kannst du sie wieder benutzen. Und wir schauen uns die 10. Frage an. Was endet mit einem sogenannten Fade-Out? Ein Raketenstart, Snowboard, der Staatsbesuch der Queen oder der Nummer 1 Hit Get Lucky. Lucky. Get Lucky. Straffehler incoming, nee. Fade-Out. Hab ich schon mal gehört. Ich glaube, das war irgendwas mit Sound. Jetzt hast du ja die Joker zur Verfügung, wenn du sie brauchst. Also wenn ich jetzt falsch liege, dann würde ich trotzdem auf 1000 zurückfallen. Egal, ob du 32.000 oder höher bist, du fällst auf 1000 zurück. Du hast alle vier Joker. Okay. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es was mit Sound war. Dann müsste es eigentlich D sein. Tja, kann ja auch eine Raketenstadt sein. Stimmt. Immer 50-50. Wenn jetzt A und D stehen bleiben, lache ich dich aus. Dann darf ich das aber. Au! Ah. Dann nehme ich D. D, Nummer 1 ist Get Lucky. Es macht Spaß, Leuten den Joker aus der Tasche zu spielen. In dem Fall hast du auch wieder erneut richtig 32.000 geschafft. Ah, natürlich nicht sicher. Fängt doch gut an. 64.000, Frage 11. Welcher Regierungschef flog im September extra nach New York, um zwei Landsfrauen live im US Open-Finale zu sehen? Matteo Renzi, Mark Rutte, Manuel Valls oder Mariano Rajoy? Da habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Merke ich. Deswegen schon. Nehme ich den Zusatzjoker. Zusatz also, kriegst du? Der 41-jährige Metzger Stefan Raab aus Sülz wettet, und das klingt fast unmöglich, dass er diese Frage obacht beantworten kann. Hundertprozentig A, Matteo Renzi. Würde man sagen, klare Sache, oder? Hast du eigentlich gehört, ganz oder? Nee, das hängt irgendwie hinterher gerade. Also ich höre mich dann immer 5 Sekunden später dann nochmal. Deswegen, das ist immer ein bisschen verzögert. So. Na gut, auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Der Zucker meinte auf jeden Fall 100% nicht A. Kann ich mal wieder holen. Ja, dann nehme ich A. A, Matteo Renzi. Der Regierungschef. Matteo Renzi war's. Frage 12, 125.000. Bist schon gut im Rennen. Nicht schlecht. Wie heißt das letzte Buch von Günter Grass, mit dem er es nach seinem Tod in die Bestlisten schaffte? War das Über den Hupperjen? In der ewigen Jagdkunde? Von der Endlichkeit? Was weg ist, ist weg. Hört sich ja alles ein bisschen komisch an. Also, wir werden hier sowas Trierer Platt nennen. Das ist einfach kein Hochdeutsch. Ja. Hier mal über die Wupper. Ich hab auch hier keinen Plan.
einfach. Weiß nicht, Publikum macht wahrscheinlich wenig Sinn. Ruf mal jemanden an. Okay. Da machen wir mal einen Telefonjoker. Ich habe es nach wie vor nicht die 3 geändert. Ist auch wie vor in dem Tor-Video schon immer noch Armin Assinger, Dieter Bohlen und Elton. Freie Auswahl. Ich ruf Armin Assinger an. So soll's sein. Dann gucken wir doch mal, was er zu sagen hat. Ich bin sehr gespannt und ab geht's. Das ist mein Spezialgebiet. Es ist natürlich C, eine Endlichkeit. Das ist doch super. Hast du es gehört gehabt oder wieder? Muss einmal kurz warten. Ach, guckst du es über Twitch oder was? Okay. Nee, aber ich guck's über den Teamviewer, aber das ist irgendwie trotzdem gerade verzögert mit den Sekunden. Also der meinte, das ist C. Ja, wenn das C, wenn er das klar gesagt hat, dann nehme ich das. Dann nehmen wir C. Das Kirch. Manchmal lohnt es Joker, manchmal auch nicht. In dem Fall. Alter. Also. Wir sind schon bei Frage 13. Es gibt um 250.000. Das ist ordentlich. Schauen wir auf die Frage mal. Am 01.01.2015 gab es offiziell gut 53,7 Millionen zugelassene Kraftfahrzeuge in Deutschland. Circa 2,7 Millionen davon waren Lastkraftwagen, Omnibusse, Motorräder oder Sattelzugmaschinen. Kann man eigentlich den Ton von dem Teamviewer abschalten? Also ich höre mich jetzt die ganze Zeit doppelt. Ich guck mal gerade, ich hab den eigentlich eben schon ausgemacht. Hier, Mikrofon und Schlagzeug ist eigentlich stumm geschaltet. Du dürfst dich eigentlich gar nicht mal doppelt hören. Vielleicht irgendwie einstellen. Sag mal, wo hast du das gemacht? Ich hab das bei mir hier unten bei Audio. Da müsste bei dir oben irgendwie bei dem Fenster oben so ein Button sein dafür. Achso. Weil mehr als da kann ich das nicht machen eigentlich. Sonst über den Lautstärkenmixer. Den Teamviewer ausschalten. Er oder ich? Ja. Okay. Dann hörst du auch kein Sound mehr. Dann mach auf 10% meinetwegen runter oder so in etwa. Ja, ja, machen wir weiter jetzt. Ja, dann muss ich jetzt den Publikumsjoker nehmen. Bleibt wohl nichts anderes übrig, Publikumsjoker. Falls irgendeiner gerade das in den Kommentaren reinschreiben will oder auf Twitch zuschaut, am 01.01.2015 gab es offiziell gut 53,7 Millionen zugelassene Kraftfahrzeuge in Deutschland. Circa 2,7 Millionen davon waren Lastkraftwagen A, Omnibusse B oder waren es Motorräder C oder Sattelzugmaschinen D. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ich habe so auch keine Tendenz. Oh. 48% sagen Omnibusse, 36% sagen Lastkraftwagen, 12% Sattelzugmaschinen und 4% Motorräder. Das ist so ein Ergebnis, in der Sendung würde ich sagen, die haben keine Ahnung. Es ist eine knappe Mehrheit. Erst Bische. Tja, was machen wir denn jetzt? wenn du aufhörst, 250.000, wenn du es riskierst, wenn er falsche Antwort hast, 1.000. Jetzt ist er wieder weg.
Was? Er ist wieder weg. Oh je. Das hat die wohl in der Sprache geschlagen. Ja gut. Hat uns gerade bei Physik einen Zaun ausgemacht, da muss man mal anmachen, weil es hört, dass das Hören rausliegt. Aber das Ergebnis, das ist gerade sehr prickelnd. Ich weiß es aber. Ich hab's sowieso. Bin ich wieder da? Hört man mich? Ja. Okay. Das war meine Internetverbindung wieder, sorry. Na, macht nichts. Muss man mitleben wohl. Ich hab gemeint gehabt, dass da ist ein Ergebnis, wo man sich doch relativ uneinig ist. Und danach hab ich gesagt, hab noch, wie ja. gesagt, bei der falschen Antwort runter auf 1000. Und das 25.000 Taste und 250.000 würde es gehen, wenn du diese hast, wenn du es richtig machst. Großes Risiko. Was hörtest du so aus dem Bauch raus, sag ich, abhängig von dem Ergebnis, was hättest du gesagt gehabt? Würde eigentlich auch Omnibusse schätzen. Oder vielleicht Motor. Naja, bei 4% sehr unwahrscheinlich. Du würdest es schätzen, also du weißt es auch nicht genau. Und dann darfst du oder Lastkraftwagen würde auch logisch klingen. Du hast jetzt quasi ein 50-50 vorgelegt. Der Publikum sagt A und B sind es eher als C und D. So. Ja. Ich riskiere jetzt B, scheiß drauf. Wirklich? Ja. Du riskierst B, Omnibusse. Malte meinte in einer Abwesenheit, er wüsste es. Was ist es denn? Lastkraftwagen. Richtige Antwort. Demzufolge sind es leider nur 1000, aber es war ein guter Gang nach oben. Nicht schlecht gewesen in der ersten Runde. Und wir haben schon früher angefangen, ne? Wir haben fast eine halbe Stunde für eine Runde gebraucht. Das ist ordentlich. Naja, 1000 Euro macht nichts draus. Aber gut, dass du da warst. Ja. Ja, danke. Kein Weg. Ja, dann Runde 2 machen wir Malte. Der andere kommt, glaube ich, auch nicht mehr. Ich weiß es nicht. Mal gerade nochmal in TS reinschauen, ob noch jemand ist. Sieht nicht so aus. Gut, dann zweite Runde. Die Regeln kennst du ja eh, mit 4 Jokern spielst du, 1000 sind sicher, 2000 nicht, er fliegt wieder raus, ist klar. Das ist die Spannung bei ihm. Und die starten einfach. Schaut man überwichtig bei der Parkettpflege zu, sieht man gelegentlich. Was macht meine Maus dann wild? Was ist seine? User entered your channel. Saure Gurken, rote Beeren, dicker Erbsen, dicke Bohnen. Das ist Antwort D, dicke Bohnen. Jawoll! Mit viel Elan haben wir Antwort. Ja. Zweite Frage 200. Was ist nicht mehr so attraktiv? Was nicht mehr so attraktiv ist, verliert. An Sport, Reiz. An Reiz, an Stoß, ja, an Reiz sagst du schon. Ja. 300. Auf Verbrecherjagd folgt die Polizei. Geldgeber, Schirmherren, Wohltäter, Sponsoren. User in Antwort C. Richtig. Ja, ich mach den Kauf jetzt hier einen aus. 500. Wie heißt Hollywood-Star Crow mit Vornamen? Crowy. Oh Gott. Schnuller, Lätzchen, Weißring, Russell. Eigentlich mach ja nur D Sinn. Nehmen wir es mal, ne? Ja. Ich hab's schon falsch vorgelegt. Es sollte eigentlich heißen Russell, aber Russell. Ja, stimmt. Tausend. Was muss man mitten im Titty-Safe platzieren, um ihn vom Schwarzwald in die Hand zu verlegen? Pippi, Kaka, Lulu,
muss man. Die Kacke sehen? Ja. Macht Sinn, oder? Jo. Richtig. 15.000. Gut. Mal gerade gucken, ob irgendeiner was im Chat schreibt. Was guckst du, Fan? Hä? Was ist denn mit... Ach, der Thomas guckt zu, sehe ich gerade. Wunderschön. Thomas, was guckst du zu? Du musst mitspielen, Junge. Komm auf den TS. Ja, Treffer hast du doch. Mach weiter 2000. Der wörtlichen Bedeutung nach ist die Begegnung mit einer Femme fatale. Rein zufällig, verhängnisvoll, erregend oder tödlich. Die ist verhängnisvoll. Klingt gut. Ist doch richtig. Die Ortschaften Clefbury, Roskilde und Wacken sind bekannt für ihre Open-Air-Festivals, Vergnügungsparks, Formel-1-Strecken oder Freilichttheater. Also Wacken liegt bei mir nur ein paar Kilometer weg, das ist A. Was gibt's denn da Schönes? Das Open-Air-Festival. Immer im August, ein Wochenende. Der Mann weiß, was wovon er redet. Richtig. Naja, wenn man in der Nähe wohnt. Ja, er ist aus TeamViewer rausgeflogen oder rausgegangen. So nach aller Nähe. 8000. Wer muss beim Abschleppen meines Fahrzeugs die Warnblinkanlage eingeschaltet haben? What? Nur das vordere Fahrzeug, nur das hintere Fahrzeug, beide Fahrzeuge oder keines der Fahrzeuge? Nur das vordere, das hintere. Beim Abschleppen. Also keins macht ja keinen Sinn. Ich tendiere zu beide Fahrzeuge, damit die hinteren und die vorderen Fahrzeuge sehen können, dass ja ein abgeschleppt wird. Ja, also nehmen wir's. Jo. Oh, und stimmt. Hallo, guck mal, unser kleiner Vogel hier schreibt. Glocken sind dabei, Thomas. Keine Ahnung, wo der ist. Hat sich nicht gemeldet. Mal weiter. 16.000. Yvonne Buschbaum, mehrfache deutsche Meisterin im Stabhochsprung, ist heute Oliver Pochers Freundin oder Chefin der Piratenpartei oder Lottofee oder ein Mann. Also Pochers Freundin, die heißt anders. Ich weiß aber jetzt nicht wie. Piratenpartei. Lottofee oder ein Mann? Oh. Knifflig, knifflig. Und das ist das Motto der heutigen Sendung. Genau. Warum muss die Frage jetzt kommen und nicht gleich? Tja. Ich mach die Fragen nicht. Wohl. Also A und B schließe ich aus. Hm? Hab ich gehört. Mehrfach Deutschland. Ja. Lottofee. Ich würde jetzt sagen ein Mann, aber bin mir unsicher.
Frage. Nutzt du das Risiko und riskierst eine Antwort? Behält alle vier Joker oder schmeißt du jetzt einen raus und alles sind weg? Es ist ja ein Zocker-Special, deswegen nehme ich D. Ein Mann nimmt er. Oh. Pochers Freundin ist falsch, genauso wie die Chefin der Piratenpartei. Ja, sag ich ja. Lottofee oder ein Mann? Und ich darf gratulieren, du hast richtig geraten. Ja. Das ging ja gerade noch mal gut. Jetzt ist der Druck vorbei. Die Joker sind alle für dich frei. Kannst nehmen, wie du so willst. 32.000, Frage 10. Wer erhielt bei seiner Taufe am 11. November 1483 kurz einen Vornamen des entsprechenden Tagesheiligen? War das Christoph Kolumbus oder Martin Luther oder Nikolaus Kopernikus oder Antonio Vivaldi? Soll ich dir mal was sagen? Was denn? Weiß es nicht. Und nehme dahin das Publikum. Gesamt oder ein? Alle. Das gesamte Publikum. Wer erhielt bei seiner Taufe am 11. November 1483 kurzerhand den Vornamen des entsprechenden Tagesheiligen? Christoph Kolumbus A. Martin Luther B. Nikolaus Kopernikus C. oder Antonio Vivaldi D. Wenn dir vor der Bitte kommt, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Ansonsten gerade im Twitch-Chat Thomas, du darfst es mal reinschreiben, wenn du willst. Mal gucken, was sagt das Publikum? 96% sagen B. Was sagt Thomas im Chat? Was? Das große TV Total Zocker Special? Ja, klar. Ja, ich würde dann vertrauen. Dann nehmen wir B. Es ging... Welcher Tag war das? 11. November. Was ist am 11. November normalerweise immer? St. Martin. Deswegen? Ach Gott, bin ich blöd. Ja, blöd bin ich nicht. Warum nicht schlau? Da muss man erstmal kommen. 64.000. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, 11. November. Manchmal ist so ein Datum entscheidend. 64.000. Wer zog 7 Jahre, nachdem er als Kanzlerkandidat unterlag, auch bei der Wahl zum Bundespräsidenten den kürzeren? Johannes Rau, Hans-Jochen Vogel, Edmund Stoiber oder Franz Josef Strauß? Über den 50-50. Mhm. A oder B? Dann Johannes Rau. Der Herr Rau soll sein A? Genau so ist es! Guter Rutsch. 125.000. Wir kommen Paulinho langsam näher. Laut Titel einer in einem Frauengefängnis spielenden US-Fernsehserie gilt: White is the new blue, blue is the new orange, orange is the new black, black is the new white. Ja, US-Fernsehserien kenne ich nicht. Ich nehme den Zusatzjoker. Der Zusatzjoker soll es sein. Kruzi, ich bin die Beatrice, die große Schau der Träume am 4. Juli in der ARD. Ich kann definitiv 2 Antwortmöglichkeiten ausschließen, A und B sind es nicht. Und ich tippe mit 40%iger Sicherheit auf C, Orange is the new black, aber es kann ja auch D, Black is the new white sein. Hast du es gehört, oder? Ja, ich hab's gehört. Alles klar. Für C. A und B ausgeschlossen. Warum klingelt's jetzt hier an der Tür, ey? Keine Ahnung.
Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss zur Tür. Dann geh kurz. Bin gleich zurück. Währenddessen fällt ich kurz hier den Chat ein. Genau, Thomas, Antwort E. Ist immer so. Ach, so schön eingerichtet mit dem Chat hier, so den einblenden kann. Oh, bin wieder da. WW. Ich habe gerade hier in der Aufnahme den Chat gezeigt, was Thomas alles so schönes geschrieben hat. Mhm. So, wieder rüber wechseln und da sind wir wieder. Also, ich würde dann jetzt noch telefonieren. Gut, du kriegst den Telefonjob auch noch hinterhergeschmissen. Wen möchtest du haben von den dreien? Den Elton. Der Elton. Also wenn der jetzt weiß, dann gibt's aber was Maul. Nee. Gut, dann sag ich mal, die Zeit läuft. Das ist mein Spezialgebiet. Es ist natürlich C. Orange ist New Black. Alles klar. Du hast es gehört, ich hab's gehört. Nehmen wir. Dann nehmen wir es auch. Orange is the New Black. Hätte den Joker noch aufbewahrt. Hätte Fahrradkette. Sei froh, dass es dir 125.000 eingebracht hat. Und damit siehst du mit Paulinho gleich, nur dass er schon zurückgefallen ist. Mhm. 250.000, die nächste Frage. Wir schauen mal. Zu welcher Gemeinde fällt das als Dieter Bohlen Wohnsitz bekannt gewordene Tötensendung? Zu Biergarten, Rosengarten, Tiergarten oder Schrebergarten? Das habe ich gehört und weiß es auch. Das ist der Rosengarten. B, der Rosengarten, nehme ich. Ja. Wo hast du das gehört? Ja, Tütensinn ist ja nicht weit weg hier. Hab mal gelesen über Dieter Bohlen. Alles klar. Stimmt auch! Ja! Toll. Jetzt machst du ja echt schon voll unterm Arsch. Du hast zwar keinen Joker mehr, aber spielst mal eine 750.000 Euro. Das kann ganz schnell sich ändern. Was meinst du, das Geld oder dass du runterfällst? Ja, wenn ich runterfalle, ist das Geld auch weg. Ja eben, deswegen. Das war eine Fangfrage. Ja. Frage 14. Was vielen Insekten des Tympanalorgan ist im... Was? So, die Lüge weg. So, nochmal. Was vielen Insekten das Tympanalorgan ist dem Menschen sein? Auge? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Auge? Herz? Geschlechtsteil? Auge war jetzt nur geraten. Eieiei. Ich weiß es nicht und steige aus. Du steigst aus. Ja, weil da. Kann mir so nicht herleiten, das ist. Plus. Dann steigen wir aus, oder? Jo. Thomas Dick, das wird eine 750.000 Euro. So. Eine 750.000 hast du also, und wenn du hättest raten müssen? Ein Auge. Das Auge hättest du gesagt? Es wäre das Ohr gewesen. Also habe ich ja alles richtig gemacht. In dem Fall ja. Damit haben wir zwei Runden schon um uns rum quasi. Und ja. Ich bin gerade out of players, könnte man sagen. Da jetzt keiner mehr hier ist, wird das hier wahrscheinlich eine kurze Folge, die ich hochladen muss. Mal gucken. Was sagt noch der Thomas im Chat? Man weiß es nicht. So typische Antworten von ihm. Oder wisst ihr was? Wir machen noch eine Runde. Nur, dass ich dann antworten muss. Haben wir wenigstens
eine Stunde rum und da können gleich die Serie gucken gehen. Sollen wir zu machen, oder? Ja. Alles klar. Oh je. Jetzt wird's witzig. Und nächste Runde. Oh Gott, jetzt bin ich dran. Im Video hast du auch fast die Million geknackt. Ja, weil mir die Fragen vor ein paar Wochen eher bekannt sind als die da. Die da sind schon mal wirklich geil. So. Ich erkläre mir mal die Regeln selbst. Nee, Spaß. Und fange mal an. Das kann ja auch rein theoretisch einer von euch vorlesen. Können wir ja auch machen. Kann der Paulinho gerne machen. Sofern er nicht okay rausfliegt. Na gut, aber du kennst ja die Antworten. Wir kennen es beide nicht. Lass uns einfach mal überraschen. Ja. Dann lies vor. Der Chirurg war so freundlich, den Patienten zu narkotisieren, bevor er ihn Leberwurst, Schinken, Pilze, Aufschnitt. Schöne Frage, bevor er ihn aufschnitt. Ja. 200. Woran wird redensartlich häufig gedreht? Postenkreisel, Preisschraube, Geldrad, Tonorgel. An der Preisschraube. Doch. 300. Was wird auch heute noch auf so manchen Schulhof gespielt? Am Domboogie. Geil. Pariser Walzer. Gummitwist. Oder Lümmeltütentango. Du hast recht. Wer hat diese Frage geschrieben? Aber es sind jedenfalls C. Geil. Ach schön. 500. In welchen Genuss kommt selbst ein blindes Huhn angeblich hin und wieder? Wodka. Papa. Uzo. Korn. Korn. Die Frage ist so dämlich. Ja. Also ein Huhn auf Wodka wäre natürlich auch witzig. Und 1000? Die Einwohner welchen Lands nennt man laut Duden Länder? Island, Griechenland, Russland oder Lettland? Also, das ist in jedem Fall A, weil griechische Länder gibt es nicht. Russländer klingt irgendwie ein bisschen komisch, die eigentlich Russen. Lettländer? Also A. Das stimmt dann auch? Yes! Thomas noch immer einen Kommentar zu geben. Hashtag so true. Ja, genau. Du bist auch so true. Hättest mitspielen sollen, dann hätte ich den beraten müssen. Was wurde im Juli UNESCO Welterbe? Guter Metropole. Prozessordorf. Speicherstadt. Nicht Gemeinde. C gibt es wirklich. Alle anderen Preise erfunden. Glaube ich zumindest mal. Aber C. Jawohl. Hm? Was meinst du? Das muss die Speicherstadt sein. Was ist typisch für Margarite, Kamille und Gänseblümchen? Weißes Beutelchen? Rosa Säckchen, gelbes Körbchen, grünes Köfferchen. Mal gucken. Was hat eine Blume? Eine Blume hat in jedem Fall immer einen Korb, der ist in der Mitte. Gänseblümchen, das sind die gelb. Bei Margariten. Margarite als Butter ist gelb. Margariten sind auch gelb, glaube ich. Kamille. Kamillentee ist auch mal so gelblich. Das müsste ein gelbes Körbchen sein. Thank you.
Eigenlob stinkt, aber bin ich gut oder bin ich gut? 8000. Sehr gut. Worum geht es höchstwahrscheinlich, wenn die seltsame Gleichung 5 gleich 7,5 gleich 38 zu Rate gezogen wird? Windstärken, Zuggrößen, Riesenkurse, Spritverbrauch. Ich glaube, ich weiß es. Die Frage, da kenne ich sogar auch noch irgendwo. Was war das? Ich muss überlegen. Also Sinn macht für mich jetzt da Schuhgröße. Ich glaube, das war diese Umsetzung von, was war das? Zentimetern in ähnliches, irgendwie die und die Schuhgröße, irgendwie so etwas übersetzt. Aber da gibt es auch noch etwas absurd. Das Ganze ist ja auch vergleichbar mit, wenn ihr jetzt Schmuck oder so kaufen gehst, da gibt es ja auch bei einem Ring, glaube ich, das größere, was weiß ich, 56, so und so viel Millimeter Innendurchmesser dran, da muss ich auch so übersetzt, irgendwie so was. Dann müssen die Schuhgrößen irgendwie so was sein. Steht einfach mal B. Hätte ich auch gesagt. Und stimmt das auch? Die Wiesenkurse natürlich auch falsch gewesen, weil im einen Land ist der 5, fällt im anderen 7,5, im anderen 38. Das wäre witzig. 16.000? Schöne Frage. Welcher legendäre Actionheld kehrte 2015 in Gestalt des Schauspielers Tom Hardy ins Kino zurück? Oh Gott. Klapperschlange, Mad Max, Rambo, Dirty Harry. Da bin ich froh, dass ein paar bekannte Antworten stehen. 2015 kam Rambo da zurück. Also von der Klapperschlange habe ich jetzt selbst nichts gehört. Dirty Harry, das sagt mir nichts. Das Einzige, was mir was sagt, ist Mad Max und Rambo. Aber Rambo letztes Jahr. War letztes Jahr irgendwann gewesen. Mad Max sagt mir, ist irgendwie ein Begriff vom letzten Jahr noch sehr. Ach, scheiße. Ich nehme jetzt keinen verdammten Joker, da kannst du mich am Arsch lecken, Kollege. Das läuft. Typische 9. Frage. Hä? Die typische 9. Frage. Ja, die war bei dir auch so scheiße. Und bei ihm auch. So. Ach, scheiß drauf. B, komm, hau rein. Alter. Ah! Boah, Alter. Gut, dass ich nicht C gesagt hab, Alter. 10. Frage. Wobei handelt es sich um ein beliebtes Geschenk für werdende Mütter? Ramplerkekse, Nuckelflaschenpralinen, Nullerkuchen, Mandeltorte. Ach so, die Frage war bei Dingens. Ich erinnere mich auch an die Frage. Nullerkuchen oder Mandeltorte. Irgendwas da unten von den beiden war das. Also irgendwas, glaube ich, war irgendwas zu essen irgendwie so gewesen. Schnullerkuchen. Ich könnte jetzt einen Joker schon nehmen. Rein theoretisch. Also A und B sind in jedem Fall nett. Und ich habe meistens das Spiel gezielt benutzt, dass ich jetzt genau die beiden wegfahren, wo ich sage, das wird nett. Das wird nichts. Schnullerkuchen oder Windeltorte. Die Frage hatte doch die, die 1,5 Millionen abgeräumt hatte. Ernsthaft? Ich glaube, ja. Müssen wir gleich gucken, wann die Fragen hier sind. Schnullerkuchen. Ich würde jetzt sagen, ist eine Windeltorte. Weißt du, dass diese Windeln irgendwie so. So ein Kuchen irgendwie sowas bilden, diese Torten aufeinander, irgendwie sowas kann man vorstellen. Schnullerkuchen, also wenn du den Kuchen noch schneller machen willst, hast du echt Langeweile. Nuckelflaschenpralinen, nee, ist alles Quatsch.
schieb jetzt mal D. Und mal erstmal zurück. Ich schieb jetzt mal den Motor ein bisschen nach vorne, damit du den noch sehen kannst. Ja, ist richtig. Tatsache, ja. Windeltor war's. Genau, jetzt ist er ja vorne, hätten wir schon eben mal, sonst kannst du ja die Frage auflösen. Aber nicht da sehe. Egal. Frage 11, 64.000, dein Job. Womit machte der gebürtige Hamburger Felix Jahn diesen Sommer auch in den USA von sich reden? Nummer 1 Single, Herbstkollektion, Minarroman, ist App. Felix Jahn. So. Der sagt mir jetzt gerade so spontan nix. Wenn es Nummer 1 Single gewesen wäre, hätte ich bestimmt schon mal irgendwie im Radio oder YouTube irgendwo hätte ich schon mal gehört. Aber so spontan, ich kann auch keins ausschließen. Herbstkollektion. Mode ist nicht unbedingt so meine Sache. Ich weiß was ich hole, hört man immer. Kriminalroman lesen tue ich wenig, Quiz-Apps. Da müsste ich eher wissen. Ach, dann machen wir da mal. Publikum. Bist du vorlesen oder ich wieder? Ja, kannst du das auch machen. Also, für diejenigen, die gerade zuschauen, auch mal im Chat, wissen Sie in den Kommentaren, womit macht der gebürtige Hamburger Felix Jahn in diesem Sommer auch in den USA von sich reden? A. Nummer 1 Single, B. Herbstkollektion, C. Kriminalroman oder D. von der Quiz-App. Ich habe keine Ahnung und bin gerade selbst noch raten. Mal gucken, was rauskommt. Ah! 52% sind Nummer 1 Single und 54% sagen Kriminalroman. Bah! Ihr wollt mich doch verarschen. Das ist bitter. Nur weil die so bescheuert abstimmen, heißt das, dass ich mir 50-50 hinterher schmeißen muss. Weil dann fallen erst recht B und D weg, wenn das schon so Ergebnisse sind. Scheiße. Kriminalroman. 44% sagen C. Kriminalroman. Es wird mich jetzt zu ärgern, 50-50 rauszuschmeißen, weil genau die falsche wegkommen. Das klingt zwar blöd, aber ich glaube, ich muss das riskieren mit einem von den beiden Ergebnissen. Das ist zwar echt bitter, wenn das falsch ist. Das ist ein Zocker-Special. Ja, gut. Ja, wenn sie das sagen, muss das ja stimmen. Nummer 1 Single A, oh Gott, Auge zu. Das ist richtig. Nee, nee! Hieß das Ding Chili da von dem das Album oder was? Oh Gott, wissen Sie, das Ding hieß Chili da anscheinend, der da steht. Noch nie gehört. Wie auch immer, nächste Frage, dein Job wieder? Wo findet bei den meisten Modellen das Prinzip der Induktion Anwendung? Malte? Das Bild hast du gestern auf Facebook gepostet, weiß ich auswendig. Holzkohlegrill, elektrische Zahnbürste, Skateboard. P2UM Mobile. Mobile, keine Ahnung. Mobile, glaube ich. Das hab schön, das gepostet? Das war bei, zumindest in der Krone, glaube ich, drin gewesen, weil du ja genau in der Sendung da dabei warst. Und das war nämlich der Holzkohlegrill. Ah. Ich meine, das war zumindest auf jeden Fall. Weil. Ich bin mir eigentlich relativ sicher gewesen, dass das A ist, weißt du wieso? Wenn du ein Skateboard hast. Die Induktion hast du ja nirgendwo eigentlich, pass auf. Aber Hilter und Mobile, das kennst du eigentlich so als Geräte gar nicht. Ich weiß halt jetzt gerade, dass hier das falsch ist, aber dennoch,
Wo hast du bei der elektrischen Zahl die Induktoren? Ergibt endlich wenig Sinn. Ja. However. Ach so, da. Ja, jetzt fällt mir es ein. Jetzt guckst du auf dem Facebook nach, oder was? Yo. Du hast nämlich einmal gepostet gehabt, wo du da im Studio bei WWM warst. Einmal, wo du bei der 2,5-Millionen-Show warst, ne? Ne, jetzt Millionen-Show, letzte Woche. Ne, ja, Montag jetzt gewesen. Was kostet eigentlich den Spaß, wenn du da rein willst? Also Millionen-Show habe ich ja kostenlos bekommen. Und das Jackpot-Special, wo diese Frage kam, waren 30 Euro ungefähr, glaube ich. Und auch Jahre warten, oder nicht? Ja, gell? Ich meine, wenn man sich da im Internet umschaut und du guckst, ob du da reinkommst, also ich immer so warten, ewig lange wartet, dann wirst du als Kandidat bist nicht da drin, als wenn du da dich bewerbst. Der Zuschauerplätze. Ja, zur Millionenshow, die Karten habe ich zum Geburtstag bekommen. Das waren Freikarten, haben sie mir so geschenkt. Sind die generell kostenlos, oder wie? Ja, nicht immer, aber kurzfristig kriegen sie nicht genügend Zuschauer zusammen. Und dann verteilen sie Freikarten, damit die Leute kommen. Die kriegen kurzfristig so eine Show, kurzfristig nicht genug Leute zusammen. Was ist das denn, ey? Ja, man sieht es ja in der Millionenshow auch öfters, dass die letzte Reihe nicht besetzt ist. Da habe ich noch nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Nicht? Nee, habe ich nie drauf geachtet. Muss man mal anschauen. Vielleicht habe ich bald mal so ein Bild parat, dann schicke ich dir das mal. Jetzt sind wir ja quasi mit den drei Runden durch. Ich würde mal Folgendes machen. Ich gehe jetzt mal noch auf die nächste Frage. Ich glaube, mir ist gerade noch mal die Antwort ausgegeben. Die nächste Frage. Also, wir wissen, dass das B jetzt ist, wissen wir ja. Ich stelle mal die nächste Frage nämlich einfach mal als Folgenübergang. Die nächste Frage ist jetzt von mir gestellt, jetzt für die anderen, die noch zuschauen, beziehungsweise für die nächste Folge dann zu beantworten für euch. Welche dieser Bundesstaaten wird auf der US-Sozialflagge sowohl durch einen Streifen als auch durch einen Stern symbolisiert? New York, Kalifornien, Texas oder Michigan? Die Frage gebe ich an alle draußen weiter, die noch zuschauen, beziehungsweise ist auf YouTube sehen werden, die Folge. Und damit bin ich quasi zurückgefallen sowieso. Das heißt, ich müsste jetzt so eine runtergehen, sowieso. Und ich weiß es wie gesagt nicht. Das stimmt, das hat eben nicht ganz, aber schon mal so aus. Also für mich waren es ebenfalls nur 1000 gewesen. Die Frage da könnt ihr gerne in den Kommentaren beantworten. Und die andere Frage von der letzten Folge, die ich jetzt vor dem Stream hier hochgeladen habe, die kommt dann in der nächsten regulären Folge wieder. So. In dem Sinne, das war's auch mit der Folge. Es ist eine Stunde jetzt fast rum, 5 nach 8. Und gleich geht die Show im Fernsehen weiter. Deswegen beenden wir den Stream auch hier an dieser Stelle. Und fassen zusammen nochmal, dass Paulinho auf 1000 zurückgefallen ist. Malte 250.000 hat und ich bin quasi von 64.000 eben runtergefallen auf die 1000. Und ja, das war ein kurzer Stream, aber schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Und wir sehen uns irgendwann wieder. Jo. Jo. Haut rein, Leute. Bis dann und ciao. Tschüss.